Der frühere Weltranglisten-Erste Martin Keimer hat mit seiner besten Runde seit langer Zeit die alleinige Führung bei der Italian Open in Brescia übernommen. Am zweiten Tag gelang dem 33-Jährigen auf dem Par-71-Kurs eine überragende 63. Damit kletterte der zweimalige Major-Gewinner, der im Ranking mittlerweile auf Rang 117 abgestürzt ist, bei Turnierhalbzeit von Rang 41 an die Spitze. Allerdings liegt ein Quintett um Lokalmatador Francesco Molinari nur einen Schlag hinter dem Rheinländer. Keimers letzter Turniersieg liegt fast 4 Jahre zurück, 2014 gewann er die US Open. Es ist eine Weile her, dass ich so solide gespielt habe, ohne einen Fehler zu machen, sagte Keimer, dem am Freitag 8 Birdies gelangen. Ich denke, dass ich in letzter Zeit sehr nah dran war. Aber die positive Einstellung auf dem Platz hat gefehlt, weil ich zuletzt nicht viele gute Ergebnisse hatte. Bei der mit 7 Millionen Euro dotierten Italian Open ist Keimer auf den letzten beiden Runden aus deutscher Sicht ein Einzelkämpfer. Sebastian Heisele, Maximilian Kiefer und Marcel Siem scheiterten jeweils am Cut.